glaube. Sieht schön aus. Wir haben was da hinten, geht's schon wieder raus. Ja, ich guck mal kurz. Ja, da geht's raus. Und da ist noch eine Höhle. Ja, es geht noch weiter runter. Du lass uns das mal vormerken, aber langsam wieder mal Richtung Heimat gehen. Wegen Aufnahmenbeendung? Ja, genau, unter anderem. So, dann. Okay. Weil. Ah, gut, hier ist gleich fertig. Höhle. Okay. Dann merken wir uns das hier mal, das ist cool. Wir können eine Spur aus Fackeln oder so irgendwas ziehen. Bitte, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber. So. Wissen wir, ob da was Sache ist? Ui. Dö. So. Hab ich euch. Kommst du? Ah, da hinten bist du. Okay, ich glaube, das finden wir auf jeden Fall wieder. Auch bei, vor allem bei Nacht. Weil es gut beleuchtet ist. Nein. Nö, mitten in der Nacht bei Minecraft draußen unterwegs zu sein, ist nicht unbedingt eine gute Idee. Vor allem, wenn mein Schwert drei Viertels kaputt ist. Kommst du? Was? Oder was ist da hinten? Ja, das will ich nicht mehr. So und? Geht's da auch noch rein? Ja, und es geht auch relativ tief. Ja, nice, dann schauen wir uns das in der nächsten Aufnahme doch einfach mal an, würde ich sagen. Vielleicht sind wir dann auch mal zu dritt oder zu viert, wer weiß. Okay, das ist doch nicht so tief. Fertig. Einmal um die Ecke und du bist fertig. Okay. Dann nimm die Fackeln vielleicht mal wieder raus, nicht, dass wir durcheinander kommen, was jetzt was war. Zu blöd zum Springen. Ja, okay. Ich lasse es einfach. Man sollte wissen, wann man aufgeben sollte. Mäh, ich hab doch noch. Ja, ich hab die Schere noch dabei, wenn hier so viele Schafe rumrennen. Hoppla. Verklickt. Nehme ich doch gerade mal die Wolle mit. So, können wir uns auf den Rückweg machen? Ja, oder? Ja, guck mal hier. Ja, ich schaue. Komm zu mir, direkt. Okay, ist vorgemerkt. Ist noch Wolle. Ich mitnehmen. Ich bin mit einer Schere bewaffnet. Die Creeper sollen sich in Acht nehmen. Und die Skelette. Du schneidest ihnen die Explosion ab. Ich schneide ihnen ganz andere Sachen ab. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Weißt du was? Guck mal, hier geht's auch noch runter. Ah, ist nur so ein kleiner See. So, der Ort. Vorbemerkt. Wir sind ein ganzes Stück doch von zu Hause weg, fällt mir gerade auf. Aber, hey, ein Abenteuer ist ein Abenteuer ist ein Abenteuer. Nur für Wegfindungszwecke. Ach, es ist ja Nacht. Da war ja was. Na komm. Und weg. Und weg. Aua, die hat mich noch erwischt. Lass mich nicht allein. Plopp. Da hat das Hühnchen vor Schreck ein Ei gelegt. Bist du... Ah, da hinten bist du, okay. Also wir können uns merken, den Fluss runter und an der Fackel abbiegen nach links, ne? Ja, und einfach dem Canyon folgen. Ja, und den Fackeln, die auf dem Boden stehen. Ich habe jetzt in mehr oder weniger einer Linie die Richtung Fackeln platziert. Aha. Das Lied kennt man irgendwoher. Klopfst du dich gerade mit dem Creeper? Ah, wie so ein Navy Seal. Auf einmal taucht er aus dem Wasser aus. Ah, Gott, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir... Es ist schon spät. Dass wir ein Ende finden. Ja, 10 Minuten machen wir noch. Und dann ist gut. Ich wollte halt nicht gezwungen sein, die Aufnahme irgendwo am Arsch der Welt abzubrechen. Da steht ein Creeper auf dem Sandhaus. Das geht nicht gut, schätze ich mal. Ihr könnt mich alle mal, ihr Sackratten... Oh Gott, ich hab das Wasser da unten vergessen. Hast du den Garten gesehen? Den Garten? Sortiert. Lass mich da mal reinschauen. Oh, sehr, sehr schön. Was gibt's alles? Hier. Möhren. Hier Karotten. Ja. Hier Kartoffeln. Ja. Hier Weed. Nice, Weizen, können wir Whisky machen. Oh, schön. Ich kann nur Brot draus machen, sorry.
Ah, verflixt. Wie sollen wir jetzt unsere rauschenden Partys feiern? Du musst noch Hopfen und Malz anbauen, ganz wichtig. Sag mir die Malz. Ah, Vorsicht vor der Tür. Den Creeper. Gut. Oh. Glück gehabt. Eigentlich sollten ja dank der Monsterfalle nicht so viele spawnen. Ich wollte noch Leitern mitnehmen, fällt mir gerade ein, und Betten machen. Betten war, warte. Holz, zwei Wolle. Genau, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, habe ich genügend Wolle, müsste genau aufgehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stimmt, Betten kann man ja nicht stacken, ne? Nein. 3. Ich dachte schon. Nö, Betten kannst du nicht stacken, warum auch immer. So, wir haben 6 Zimmer, aber nur 4 Betten. Und ich habe keine Wolle mehr. Egal, muss reichen. Fürs Erste. Dass das Gasthaus jetzt auch endlich mal seine Betten bekommt. Dass es nicht nur groß auf die Karte schreiben können, sondern auch anbieten. Auf jeden Fall was, ja. So. Zimmer 1 bekommt natürlich gleich mal ein Bettchen. So. Auf dich. Sehr schön. Zimmer 2. Kommt ein Bett. Und das andere große Zimmer war... Das hier hat die beste Aussicht. Deswegen bekommt es auch ein Bett. Und... ich glaube... Zimmer 2 war noch relativ... Nein. Doch, das hier war noch ein bisschen größer. Und hat auch eine schöne Aussicht. Das heißt, da kann man mehr Geld verlangen dafür. Deswegen bekommen die jetzt auch noch Betten und versorgt. Nice. Ich höre einen Enderman. Der ein Enderman. Ich sehe ihn auch, der hat gerade einen Dreckblock geklaut und die Musik passt nicht wirklich. Und ist in Feuer geportet. Das hat er gut gemacht, das kann er gerne öfters machen. Er killt sich gerade selbst. Das soll er machen. Vom Wasser ins Feuer, vom Wasser ins Feuer, vom Wasser ins Feuer. Super. Ja, hat er gerade gemacht. Was für ein Idiot. Wir könnten an der Hühnerfarm oben noch einen Bahnhof nebendran bauen, oder? Ich meine, es ist relativ witzlos, weil es nicht weit auseinander ist. Aber von da oben hat man halt auch einen tollen Ausblick hier auf unser Dörfchen. Ja. Wo mir immer noch nichts eingefallen ist, was ich mit dem Dach vom Brauhaus machen kann. Vielleicht wird es auch noch mit einem anderen Gebäude verbunden. Schauen wir einfach mal. Kann man da nebendran noch was basteln? Geht das? Hopp. Hopp. Ja, nebendran ist ein bisschen blöd. Das... Oh, hör auf zu rucken. Obwohl. Na, das könnte sogar gehen, wenn man das ein bisschen höher baut. Und dann kann man so eine kleine Treppe, eine Brücke darunter bauen. Da. Fällt uns noch was ein, meinst du nicht auch? Platsch. Das kriegen wir hin. Das Gasthaus. Eine Dachterrasse mit dem Ausblick, den ich jetzt nicht nochmal zeigen muss, weil wir haben ihn letztes Mal oft genug gesehen. Kirche, wo der Zaun immer noch nicht ganz fertig ist. 1000 angefangene Baustellen. Gefühlt. Und wo bist du? Ich warte auf die Endcard vom Balkon. Ach so, du, 6 Minuten können wir noch machen, weil dann ist es mit der Zeit was Grades. Und dann muss ich nicht irgendwie prickeln, dass ich die ganzen Reste dann zusammenschneide. Das ist auch immer ätzend. Ah, okay. Das heißt, du kannst ruhig noch ein bisschen was basteln. Wow. Ultra Speed hier hoch. Mal die Hühnerfarm angucken. Ah, sehr schön. Das fällt dann da runter, einfach. Ja, und die XP bleibt oben liegen. Ne, die Eier bleiben auch oben liegen, sehe ich hier gerade. Die fallen nicht nach unten. Echt? Na, dann bau mal ab. Bau mal das ab. Jetzt fallen sie. Hast du abgebaut? Ja, jetzt sind sie runtergefallen. Los, Oh, von hier oben hat man wirklich einen guten Ausblick. Sehr schön. Und da hat das nächste Hühnchen ein Ei gelegt.
Jetzt müssten eigentlich theoretisch unten die Eier liegen in der... in der U-Bahn. Ja, aber die kommen nicht an. Die kommen nicht an? Was? Ich glaube, ich tauche da gleich mal rein und schmeiß also die Knochen oder irgendwas. Unten, aber die kommen nicht aus dem ersten Trichter raus. Okay. Warte mal, ich schmeiß gerade mal was runter. Nehmen wir mal das hier. Zip, das fällt jetzt. Das fällt, das fällt. Ja, ich sehe dich da unten. Trichter drin. Ja. Kommt aber nicht raus. Hm. Komisch. Ein Problem, das es zu lösen gilt. Holt die Space Engineers. Halt nein, die Arbeit ich in dem mag Weltraum. Mit dem Schiff. Oh, hör mir auf damit. Ja. Space Engineers könnt ihr euch auch mal angucken, ist ein echt tolles Spiel. Ich muss hier ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen. Ich hoffe, das geht klar. Space Engineers ist auf jeden Fall ein echt klasse Spiel. Und wir haben unseren Maxi dabei. Der spielt demnächst vielleicht auch mal Minecraft mit. Er redet irgendwie schon seit 3 Wochen davon, sich Minecraft zu kaufen, aber es passiert irgendwie dann doch nicht. Aber... Ist alles angekommen. Ja, und auch durch den Trichter geflutscht? Ja, in der Kiste drin. Sehr schön. Warum kann ich nicht mehr sprinten? Jetzt geht's. Sehr, sehr schön. Die Box ein bisschen höher gesetzt. Ich brauche vielleicht noch einen Dropper. Okay. Nice. Ah, okay, so funktioniert das dann. I see. Cool. Okay, nice. Da kommt es dann runter. Und da landen sie vielleicht drin. Ich stecke jetzt einfach mal die 4 Eier, die ich im Inventar habe, da rein. Da können sie auch hin. Okay, wenn man das hier unten noch ein bisschen ausbaut, dann kann man auch immer eine Zweigstelle oder irgendwas draus machen. Das klingt nach einem guten Plan. Na komm, sprinten, mein Freund, sprinten. Du darfst halt keine Wand berühren. Ja, das ist ein bisschen schwierig, deswegen hört er manchmal auch auf. So, jetzt versuchen wir es mal. Nee, Finger von der Maus. Geschafft. Hopp, 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 hopp. Hoch mit dir, du Fettsack. Ah, da hat er den Deckel zugemacht. Ach ja, unser Örtchen nimmt Gestalt an. Das freut mich, dass das was wird. Das freut mich. Jetzt brauchen wir halt nur noch Leute, die mitspielen. Immer mehr. Bis irgendwann der Server aus allen Nähten platzt, mein Rechner am Qualm ist und die Internetverbindung zusammenbricht. Klingt gut, oder? Ja. Ja. Diese Brauerei, das stört mich immer noch ein klitzekleines bisschen. Ich glaube, die kriegt noch ein... Wenn man da halt ein Dach drauf baut, dann sieht man aus den Fenstern daneben nichts mehr. Das stört mich ein bisschen. Und unten im Schankraum ist kein Glas mehr in den Fenstern. Ach, obwohl, da stört es jetzt nicht großartig. Und wenn es nicht so hoch wird, kann man sogar noch über die Terrasse drüber gucken. Also von der Terrasse aus was sehen. Okay, da kriegen wir was hin. Das kriegen wir gebuppt. Aber rate mal, wann wir das machen. Gut mal, das heißt die nächste Folge. Richtig, ich komme noch auf den Balkon. Wir machen einen letzten Überblick über das Ganze. Und dann schauen wir mal. Die Box füllt sich extrem. Die Eierbox? Ja. Da komm mal aus deinem Kellerloch da unten raus. Ich habe da 4 Eier von... Unten, ich bin oben gewesen. Ah, ich habe da übrigens 4 Eier von Hand reingesteckt, weil ich sie aus Versehen eingesammelt habe. Passt. Nicht, dass du deswegen mit deiner Zählung durcheinander kommst. Das wäre schrecklich. Ich zähle nicht nach. Keine Sorge, dafür sind das zu viel. Gut, wenn das so gut funktioniert, ist auch ein Grund zur Freude. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat auch euch die Folge gefreut. Ja, es ist zu spät für sowas, es tut mir leid. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.